Ich bin frei! Ach, da schießt die Gegner auf dich. Sind das Yoshi-Köpfe oder eher Toad-Köpfe? Toad-Koopa meinst du? Meine ich doch. Sieht für mich nach Koopa aus. Es ist teilweise echt schwer, die zu erwischen. Hm. Oh cool, die geben Heilung. Die Schnipsel lösen sich. Manchmal renne ich auch einfach random in die Reihen. Ja. Bitte unterlassen Sie dies. Oh, das sind Knochen trocken. Ja gut, das geht auch. Oh! Aber dann gehen sie wieder zurück, glaube ich, oder? Wenn sie am Zaun zerprallen? Mhm. Nein. Das ist voll schwer. Das sieht wahrscheinlich total bescheuert aus, was ich hier mache. Aber das ist teilweise echt schwer, die zu treffen. Kann ich auch auf die draufspringen? Ist das vielleicht leichter? Ja. Sagte sie und schlug ihr den Hammer ins Gesicht. Besser als nichts. Mario, ich bin's, Kamek. Dieses verstüpselte Ungetüm hat mir meine Zauberkräfte gestohlen und setzt sie gegen dich ein. Für liebe Zeit, das Wort so brennt einen meiner mächtigsten Zaubersprüche vor. Kannst du mein Gesicht von diesem Scheusal ablösen? Das würde es gewiss schwächen. Breche den Zauber aus und reiß mein Gesicht von ihm ab. Ganz gleich, wie albern das auch klingen mag. Tu es. Aber erst ausweichen, hat er gesagt. Ja. Er, sie, wie auch immer. Yes, jetzt schnell. Oh, ziehen. Mhm. Als wenn man so ein Pflaster versucht abzuziehen. Du warst zu langsam. Oder du kannst nicht in einem Mal machen. Jetzt komm her. Oh. Mehrmals jetzt. Jetzt kannst du wieder. Noch nicht ganz. Aua! Der Angriff ist auch ganz schön gemein. Mach das jetzt dreimal? Yes. Und den Rest noch abziehen. Bong! Bravo! Nun ist es nur noch ein einfaches, gewaltbesessenes, massives, mächtiges Megamonster! Können wir nicht rasch drum, ja? Nein! Edith! Mein Beyblade. Es ist halt gar nicht so einfach, dem auszuweichen, weil das Ding ja schon eine ziemlich große Hitbox hat. Mhm. Ja, genau vor ihr stehen geblieben ist auch noch. Darf ich mir eben das Herz holen? Danke. Oh nein, ist wieder voll geheilt. Kannst du eigentlich nochmal rausgehen und dich umspeichern? Ich kann mal gucken. Denk an die Schere. Hm, sieht nicht so aus. Bildet euch nichts ein. Jenen schlaffen Schnipseln fehlte einfach die nötige Grammatur. Doch falls ihr Sturköpfe denkt, ich würde euch verschonen, dann habt ihr euch geschnitten. Okay. Let's go, Jan. Mhm. Ungeschoren kommt ihr hier nicht raus, damit das klar ist. Doch wir wollen nichts überstürzen, oder? Vergnügen wir uns noch ein wenig, ehe ich euch zusammenstutze. Weil ich so großzügig bin, trete ich mit einem kleinen Handicap an. Pass auf! So, diese Hülle beschneidet meine Möglichkeiten enorm. Nun solltet selbst ihr eine Chance haben. Solltet ihr jedoch im Laufe unseres Duells meine schöne Hülle zu sehr beschädigen, verstößt ihr gegen das sportliche Duellverhalten und Verstöße werden einschneidend bestraft. Kapiert? Okay. Erstmal den Tipp holen. Yes. Du könntest dir erstmal die Truhe dahin stellen. Und
die Sache ist jetzt ein Angriffsfeld oder so ein oder ein Handfeld. Ich würde vielleicht sogar ein Angriffsfeld nehmen und dann einfach drauf springen, weil dann greifst du ja nicht seine Hülle an, sondern ihn. Ja. Und dann. Jo. Ja. Ich gucke mal den Weg auch noch einmal vorher nach. Extremste Warnung, auf keinen Fall die Hülle zerstören. Angriffe stets gut gezielt anbringen. Mhm. Das heißt, wir springen drauf. Ja, weil so wie es aussieht, zielt. Triffst du überhaupt, wenn er sich so hin und her bewegt? Hm. Yes. Es würde mich nicht wundern, wenn er dich one-hitten kann oder so, wenn du die Schere oder die Hülle kaputt machst. Ach, guck mal. Und jetzt musst du mit dem Hammer wahrscheinlich angreifen. Oh, okay. Okay, so. Du könntest das einmal dahin schieben. Nicht schieben, drehen, sorry. Ja. Und dann bleibt ja eigentlich nur das Angriffsfeld dahin zu drehen. Und eigentlich kann... Doch, eine Sache könntest du machen. Schiebe das hier dahin. Da. Yes, weil dann gehst du so hier runter, da dran vorbei, hier hin, zweimal angreifen und dann kannst du draufhauen. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass du den Weg mit deinem Finger nachgemalt hast, wundert es mich nicht, warum mein Monitor so viele Fettflecken hat. Sagst du jedes Mal. Nein, so habe ich es noch gar nicht gesagt. Mindestens dreimal schon. Nein, niemals. Außerdem sind meine Hände nicht fettig. Ach so, Entschuldigung. Kannst du mal so zweimal schön auf die Fresse hauen mit dem sagenhaften Hammer. Yo! Der Damage. Schon die Hälfte weg. Sag das nicht zu laut. Ich bin deiner erbärmlichen Angriffe müde, kleiner Mann. Pah, ihr beiden langweilt mich. Zeit für das große Finale. Schnipp, schnapp, Hülle ab. Das sah schon stylisch aus. Schon. Das ist ein Pergament uns. Hm. Alberner Zierat? Hm? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Fort damit! Je reiner und makelloser mein Schlachtfeld ist, desto besser. Vielleicht von Zier... von Verzierung? Schnipp, schnapp, Schnittgefahr. Gleich kommt mein ultimativer Angriff. Der glatte Durchschnitt. Aber, was wollen wir machen? Also. Du könntest allerhöchstens die Truhe aufmachen, aber ob dir das was bringt, ist die andere Frage. Oder du könntest auf ihn draufspringen und ihn so durcheinander bringen. Können beides versuchen. Also du könntest auf jeden Fall die Truhe dahin schieben, drehen und das Angriffsfeld dahin. Da. Ja, und dann mehr als über den Tipp laufen und dann gucken kannst du auch nichts. Nee. Weil es ist eh nichts anderes auf dem Feld. Den glatten Durchschnitt kannst du nicht abblocken. Ah. Drücke im richtigen Moment A, um drüber zu hüpfen. Ich hoffe jetzt sehr, dass es kein One-Hit ist. Ich meine, wir haben noch einen One-Up-Pilz, aber trotzdem. Du willst ihn trotzdem nicht dafür nutzen, ne? Nee. Also drüber hüpfen. Und guck mal, da hast du die ganzen Felder wieder zurückgeholt. Du kannst das mal mit den Stiefeln drauf. Ich würde. Ich glaube lieber der mit dem Hammer. Ja, wollte ich gerade sagen. Der sieht mir nicht so aus, als wollte ich da springen. Ihr seid am Ende. Dieser Angriff schneidet glatt durch jede Abwehr. Auf Nimmerwiedersehen. Ah, zum Drüberspringen. Nice! Hey, drüber hüpfen gilt nicht, du kleiner Schummler. Ich versuch's gleich nochmal. Halt still. Nein! Achso, in der nächsten Runde erst. Okay, ich dachte, ich mach's jetzt wirklich nochmal. Aber das Pergamenton ist noch da. Ob du mit dem Eis ihn einfrieren kannst?
Vielleicht. Das wäre witzig. Wir bräuchten auf jeden Fall das Einfeld. Du kannst das einmal dahin drehen. Ja. Und... prinzipiell einfach das Eispergamenton dahin. Oder es einmal noch eins nach vorne schieben und dann dahin drehen. Wäre das noch besser? Oder das ist egal? Macht bei Pergamentons keinen Unterschied, wo die sind. Also so. Jo, dann läufst du da direkt hin. Und kannst ihn im Idealfall einfrieren. Wir versuchen es einfach mal. Das andere ist das Wasserpergamenton, richtig? Aber damit verrostet? Wobei ich finde einfrieren eigentlich am passendsten. Ich hätte jetzt, wenn dann das Erdpergamenton dazu geholt, ja, weil du dann dich dann ja damit schützt, aber... ist wirklich eingefroren. Bleibt er auch da drin? Hm. Tiefgefroren und bewegungsunfähig. Ja gut. Aber wir müssen ihn jetzt ja nochmal irgendwie angreifen. Ja. Mit den Faltarmen draufhauen? Tut das nicht weh, auf eine Schere zu hauen? Hm. Oder einfach hämmern? Ja. Hätte ich jetzt auch gemacht. Also, wir haben das. Du läufst da dran vorbei und läufst hier runter. Also, eigentlich reicht es ja nicht, dass ich hier hinschiebe. Genau. Und ich könnte das theoretisch noch dahin schieben. Und du könntest dir wieder das Feld dahin schieben. Wohin genau? Hier? Genau. Dann läufst du... Oh, sorry. Ich habe zu schnell geklickt. Oh. Also doch. Ich hätte gedacht, du haust das Eis kaputt und dann haust du auf die Schere drauf und das wäre irgendwie schmerzhaft, aber gut. Ich dachte, er ist vielleicht so durchgefroren, dass ich ihn damit zerdeppern kann. Mhm. Aber gut. Da habe ich nichts gesagt. Kann man ja nicht wissen. Es ist immer sehr schwierig, da wirklich die Logik zu sehen. Vielleicht machen wir ihm ja auch so Schaden. Machst du überhaupt Schaden, ist die Frage? Nee. Oh. Leider nicht. Wissen wir auch Bescheid. Kommt jetzt wieder raus? Ja, leider ja. Da müssen wir ihn nochmal einfrieren. Wenn das den nicht kaputt macht. Nein. Okay. Dann frieren wir ihn halt nochmal ein. Genau, dann machen wir das nochmal. Ja, Logik in Spielen ist immer so eine Sache. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Hätte auch sein können, dass Einfrieren nichts bringt, weil er sich so schnell dreht und du hättest dann Wasser benutzen müssen zum Beispiel. Eigentlich musst du nur die zweite Reihe 1 wegdrehen. Schieben. Nee, drehen war richtig. So. Ja, weil so läufst du jetzt dahin und frierst ihn direkt wieder ein. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Falls sich drüber hüpfen zu viel Nerven kostet. Das ist aber auch Tens mit dem drüber hüpfen. Ich habe es jetzt zwar einmal geschafft, aber ich würde nicht darauf plädieren, dass ich das nochmal hinkriege, weil ich keine Ahnung habe, wie das Timing ist. Es war eigentlich eher nur Reflex. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich viel zu früh gesprungen bin. Es ist halt, du musst es erstmal rausfinden, was du machen musst, weil es gibt so viele Ansätze dafür. Mhm. Hammer funktioniert nicht, aber draufhauen mit den Faltarmen funktioniert. Ist, ne? Mhm. Blocken! Nein! So! Einfeld und Faltarme brauchen sie ja. So, dann läufst du dahin. Die Sache ist, es wäre wahrscheinlich ideal, wenn die Faltarme so weit vorne sind wie möglich. Heißt, wenn du das da reinschiebst. Ja, doch. Dann ist das da, aber das ist dann da. Ich kann es ja einmal machen, wenn du möchtest. Ja, schieb den mal. Wohin? Da, das reicht eigentlich schon. Ja, jetzt komme ich da nicht dran. Wo ist denn ein Pfeil nach unten? Machen wir zurück. Ist mir immer zu heikel, wenn die Zeit runterläuft, weil ich ja gleich auch noch genug Zeit brauche, das zu drehen. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir übers Einfeld kommen und dass wir den Faltkreis irgendwie nach innen bekommen. Ich meine, du kannst natürlich auch, wir haben glaube ich 3 Züge wahrscheinlich wieder Zeit, du kannst natürlich auch einen Zug nutzen, um es einmal in die Mitte zu ziehen und dann nochmal zu drehen, das ginge halt schon. Aber so wie es jetzt ist, läufst du halt perfekt übers Einfeld, aber... Und prinzipiell musst du dir eigentlich nur eins dahin und dann kannst du von da auch aus angreifen, aber ich weiß nicht, ob das nah genug dran ist. Ja. Das
Deswegen überlege ich, was man da sonst noch machen kann, um das zu optimieren. Ja. Weil den zu erwischen ist nicht das Problem. Es zu optimieren ist eher das Problem. Wenn ich da jetzt drehe. Dann wiederum nehmen wir es einfach von der Entfernung, weil ich glaube, du müsstest dann irgendwie echt seltsam teilweise es erstmal da wegschieben. Das Prinzip ist, weil kann ich denn, ja? Wenn ich jetzt das Einfeld ja? drehe, dass es da ist ja. oder falls zur Seite ist und dann das nach innen ziehe und dann dahin drehe? Du bist smart. Geht das? Probier es mal aus. Heißt erstmal drehen nach dahin und den dann reinschieben bis in die innerste und dann jetzt einmal dahin. Ja! Du bist gut. Es hat ja nur 14 Streams gedauert. Let's go. Bis ich was hingekriegt habe im Bosskampf. Oh. Ich habe den Pfeil nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich bin doch dumm. Scheiße, Mann. Wir sind beide dumm. Ich dachte, ich wäre schlau, aber ich war ein dummer Dumm. Warum haben wir den Pfeil nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung, wir haben beide nicht drauf geachtet. Ich war für eine Millisekunde echt stolz. Moment. Dann den dahin. Wen es einfällt? Den da, ja. Und den wieder dahin. Ich meine, ist ja jetzt an sich nicht so schlimm, wieder in die Phase zu kommen. Aber ich war gerade echt so, ich habe was gecheckt. Und dann haben wir uns einfach noch was in den Weg geschoben und dann so, oh. Weißt du, wenn wir so weitermachen, kriegen wir ihn durch das Eispergament und irgendwann platt. Ja! Weil er auch mal Schaden nimmt. Stimmt. Das Emote passt gerade super von Kuro. Und so, ah, ich sehe nichts. Warum? Es hat nicht geklappt. Warum nicht? Ich habe es halt echt einfach... Ich habe ihn mir, glaube ich, erst dahin geschoben, ne? Deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Weil ich in meinem Gedankengang nicht beachtet habe, dass ich andere Sachen auch schiebe. Okay, probieren wir das nochmal. Also das Einfeld... Doch, das Einfeld einmal... dahin drehen, genau. Also jetzt ist die komplett gleiche Aufteilung wie gerade? Dann das. Jetzt mach's aber so, schieb es da. Wait, das Eispergament muss weg. Sonst hauen wir gleich nochmal Eis drauf. Ich habe eine bessere Idee. Ja. Das machst du mal, das Einfeld dahin. Ach so. Da, wo es war. Ja. Und das schiebst du auf die zweite Reihe, die Hand. Ja. Noch eins? Achso, ja. Und jetzt drehst du es nur, dass du die Hand da ist, wo das Eispergamenton ist. So hast du jetzt zwar nur die zweite Reihe, aber so steht das Eispergamenton. Aber ich habe ihm schon so viel Schaden mit dem Eispergamenton gemacht, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Nee. So, jetzt aber das, was wir schon seit keine Ahnung wie lange machen wollten. Egal. Ich wollte das Eispergamenton noch dreimal sehen. Ja, einfach mal Eis. Ja. Werfen. Nicht schlagen. Ja gut, so haust du nicht auf die Klinge drauf, wenn das Ding verwirrt ist. Aber der war cool. Ja. Und ehrlich gesagt fand ich den jetzt auch nicht sonderlich schwer, weil am Anfang die Hülle nicht zu, also die Hülle nicht zu treffen, ist ja nicht schwer. Mhm. Gut, diesem Angriff auszuweichen ist halt hart. Und ich weiß nicht, ob der dich vielleicht vorne hinten würde, keine Ahnung. Aber danach kannst du ihn halt einfach prinzipiell permanent einfrieren. Und wenn er eingefroren ist, kann er nichts mehr machen. Ich hätte ihn jetzt auch einfach jede Runde wieder einfrieren können und er wäre irgendwann auch dran zugrunde gegangen. Ich hätte einen wirklich übrigens one-hitten können. Das ist nicht so nett. Also ich glaube, wenn man diesen einen Angriff überlebt, der einen one-hittet, das ich nicht gut finde. Ne? Oh. Wir haben so viel Schaden gemacht, dass wir eine Phase geskippt haben. Meint Marcel. Huh. Also, der Kampf an sich war cool. Ich bin halt kein Fan von One-Hit-Angriffen, weil ich finde das immer so ein bisschen unfair, wenn du den ganzen Kampf nochmal machen musst, nur weil du einmal nicht schnell genug reagierst. Aber abseits davon, ne, von dem One-Hit, fand ich den Kampf ganz cool und eigentlich auch recht leicht, weil du, sobald du über den Punkt hinaus warst, ihn mit dem Eis einfach permanent stunlocken konntest. Mhm. Aber das mit dem One-Hitten ist natürlich nicht cool. Sogar Instant Game Over. Jo.
Also der One-Up-Pilz aktiviert sich nicht einmal. Ja gut, wenn er dich glatt durchschneidet, kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen, ne? Da muss ich aber sagen, beide Bosskämpfe in diesem Schloss sind auf die ein oder andere Art und Weise echt beschissen. Mhm. Der eine ist glücksbasierend, der andere kann dich sofort ins Game Over befördern. Anscheinend aktiviert er sich doch. Aber egal, ob er sich aktiviert oder nicht, dass er dich halt komplett one-hitten kann, ist so oder so doof. Und zweitens hatten wir echt viel Glück bei beiden Kämpfen. Ja! Dass er immer nur Papier getroffen hat, der erste, und dass der zweite komplett die Phase geskippt hat. Und dass ich über den Angriff drüber gesprungen bin. Mhm. Also, ja. Beides so Bosse, wo ich jetzt keine schlechten Erfahrungen mitgemacht habe, weil wir viel Glück hatten. Aber beides Bosse, wo ich mir denke, ob das so die schönsten Designentscheidungen sind, weiß ich nicht. Auf die offene Schere springen macht 99 Schaden. Aua. Ich meine, kann ich verstehen. Na, wie hat dir das gefallen? Hast du jetzt genug? Wer meinen Freund Mario unterschätzt, den stutzen wir zurecht, jawohl. Die ganzen Scheren-Wortwitze. Nanu? Guck mal. Vortrefflich, Mario. Ich bin eigentlich jemand, der von Jan gesprochen wird, und mein kostbares Zauberzepter ist auch wieder ganz. Vielleicht bist du ja doch nicht so klein und doof und blöde und stinkig, wie Papa immer sagt. Dann brauchen wir jetzt nur noch die grüne Luftschlange abzuhängen. Machen wir es am besten wie immer mit einem großen Hammerschlag. Okay. Ich finde das nur so ein bisschen schade, weil ja ich ja sowieso gesagt habe, ja, Bad Elysium ist ein gutes Gebiet, aber ist bei mir sowieso eher weiter unten, weil ich die anderen mehr gefühlt habe. Mhm. Und dann packen sie halt eigentlich ja sogar drei Bosskämpfe hintereinander hin, was ich, also ich habe nichts gegen Bosskämpfe, aber ich fand das jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen viel. Bosskampf, dann Pappmacho-Kampf, dann wieder Bosskampf. Also du konntest zwar zwischendurch mal speichern, aber es war jetzt schon viel auf einmal. Und dann sind da so viele komische Designentscheidungen drin gewesen. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Jetzt nicht, wer weiß, wie schlimm, aber finde ich, hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aber gut, dass man das alles in das eine Kapitel gepackt hat, was eh nicht so spektakulär für uns war. Ja. Von daher betrübt es nicht die anderen cooleren Kapitel. Ja. Aber es ist ja auch nur meine Einschätzung. Das könnt ihr natürlich auch komplett anders sehen. Damit haben wir tatsächlich alle Luftschlangen aufgelöst. Eine Frage ist immer noch, wie kommen wir überhaupt zum Schloss? Grüne Luftschlange gelöst. Yay. Bin mal auf den Kampf gegen Olli gespannt. Weil ich denke, der wird natürlich unweigerlich irgendwann auch kommen in nächster Zeit. Weißt du, was ich auch cool finden würde? Wenn dir das Ding anzeigt, wie voll das noch ist. Also mit etwas greifbarem als einfach nur rot, grün, gelb. Mhm. Das hast du wieder toll gemacht, Mario. Die letzte Luftschlange. Damit haben wir unser Ziel erreicht. Ich danke dir für all deine Hilfe. Ich weiß noch, wie du mich das erste Mal gerettet hast. Von der Wand im Pilzpalast. Seitdem hilfst du mir wirklich immer und immer wieder. Die ganze Zeit. Ich danke dir, Mario, von ganzem Herzen. Ohne dich hätte ich all dies nie bewerkstelligen können. Ich hätte es nie zu etwas gebracht. Olivia, ist etwas?
Ich bin einfach nur so froh, dass wir jetzt zum Pilzpalast gelangen können. Aber ich frage mich, ob es mir gelingen wird, meinen Bruder aufzuhalten. Hoch zum Schloss. Zum Glück hat Lüthi schon den Schlüssel gefunden. Vielleicht hat er ihn mittlerweile gefunden. Ja, gut. Kann ich ganz allein eine so große Aufgabe bewältigen? Hey, Zitronenfalter! Ja, dich meine ich. Dachtest du, wir überlassen die Sache einfach dir? Denk mal logisch. Mario muss die Prinzessin retten und ich kaufe mir Olli. Diesem Schmalzlockenfloh bin ich noch eine Abreibung schuldig. Wenn ich meinen Körper erstmal wieder zusammengesetzt habe, dann kann er was erleben. Genau. Keiner macht ungestraft solche Sachen mit meinem Papa. Und mit mir auch nicht. Gebadet, geschnipselt, total fies war das. Prächtig, junger Herr. Ich bin froh, solchen Eifer zu sehen. Nun zeigen wir diesem Liederling, was Bowsers Papierschergenherr so alles kann. Ich danke euch. Mit euch allen an meiner Seite kann ich es vielleicht schaffen. Olli, ich komme! Mach dich auf was gefasst, Bruder. Diesmal lasse ich mich nicht so einfach plattquetschen. Ach so, wie genau kommen wir denn eigentlich zum Pilzpalast? Mwahaha! Nicht verzagen, Bowser fragen, das ist meine einfachste Übung. Dazu wäre nur ein winziger Arbeitsschritt zur Vorbereitung erforderlich, und zwar... mich herunterzuholen! Ich ziehe auf drei! Feste! Hau ruck! Zudem im Chat. Ich muss auch sagen, dass ich Olivia am liebsten mag von den Partnern. Wenn ich jetzt mal die ersten drei Teile ausklammere, wo du halt Partner hattest, die immer gewechselt haben, je nachdem, was du gebraucht hast. Also wenn ich jetzt wirklich nur Kersti, Fabian und Olivia nehme. Ich mag alle, don't judge me, aber ich mag Olivia auch am liebsten. Tatsächlich. Habe aber auch gegen die anderen beiden nichts. Ich glaube, ich mag Kersti am liebsten. Zum witzigsten. Au, au, au!